Smart. Okay? Ich weiß nicht, wer das schon mal von euch gehört hat. Ihr kennt das wahrscheinlich. Smart ist eine Gedankenstütze für Zielsetzung. Ja? Und es gibt, also das ist ursprünglich, ist das ja aus dem Englischen, und es gibt eine deutsche Übersetzung, aber mir gefällt die nicht so sehr, diese deutsche Übersetzung, weil die ein bisschen abweicht von dem eigentlichen Inhalt. Also eigentlich, ich gehe jetzt mal aus dem Englischen und übersetze das dann, ja? Also es gibt das S steht für spezifisch. Das ist specific, auf Englisch bleibt das Gleiche, ja? Dein Ziel muss spezifisch sein. Und ich gehe gleich darauf ein, genau wie man es für sich selbst spezifisch definiert. Das M steht für messbar. Messbar, measurable, bleibt gleich. Hier. Das A steht für attainable. Attainable ist, ob es erreichbar ist. Es ist ein realistisches Ziel. Realistisch in Anführungsstrichen. Also man sollte sich schon herausfordern. Aber wenn du jetzt sagst, ich will in den nächsten 12 Tagen 100 Kilo abnehmen, das ist nicht erreichbar. Und du setzt dir ein sehr unrealistisches Ziel und kannst dann nur scheitern. Wenn du in deinem Leben noch nie über 100.000 Euro gemacht hast, dann wenn du sagst, ich will in den nächsten 12 Tagen eine halbe Million machen, 12 Wochen eine halbe Million machen, ist es vielleicht nicht so realistisch. Ja? Und deswegen, dass man wirklich sich guckt, ist das erreichbar? Und ich werde auch gleich nochmal darauf eingehen, was genau, wenn man nämlich spezifisch reingeht, was genau, wie wir das nutzen können. Aber ich erkläre jetzt einfach mal das SMART-Prinzip allgemein. Also attainable ist erreichbar. Okay? Moment mal ganz kurz. Jetzt muss ich mal selbst nochmal ganz kurz nachchecken, weil das war nicht realistic, sondern das war... Mann, Alter. Eine Sekunde. Hier. Relevant. Ich wollte schon gerade, weil das Ding ist, ich bin jetzt durcheinander gekommen, weil auf Deutsch steht dann hier realistisch, aber relevant. Relevant. Okay? Relevant. Ist es wirklich ein wichtiges Ziel für dich? Ja? Weil sehr oft haben Leute, die sagen, ja, ich möchte das, weil es einfach der 1. Januar ist und so. Ja, aber ist es wirklich etwas, was in deinem Leben einen Impact machen wird? Ist es wirklich wichtig? Ist es wirklich etwas, was dich inspiriert? Wenn es dich nicht inspiriert, wie wird dein Drive dann sein, wirklich dieses Ziel zu erreichen? Und beschreibst du es in einer inspirierenden Art? Ist es relevant für dich? Und warum ist es relevant? Da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Denn es ist sehr wichtig, dass wir das für uns definieren. Und das T steht für time-bound. Time-bound, und das ist zeitgebunden. Ja, so auf Deutsch heißt es terminiert, aber zeitgebunden. Dass es eine Deadline gibt. Und nicht nur eine Deadline, aber Sub-Deadlines. Das heißt, wir haben 12 Wochen. Diese 12 Wochen sind runtergebrochen in 4 Wochen, also ein Monat, dass wir so wissen, okay, was haben wir erreicht in dem einen Monat? Das habe ich hier drin gehabt. Eine Sekunde. In dieser einen Slide, diese erste Slide, ja? Das heißt, wir haben unser Time-Bound, werden wir sehen, okay, in 12 Wochen. Das ist eine Deadline. Aber wir haben auch eine Deadline für jeden Monat. Also für alle 4 Wochen haben wir eine bestimmte Deadline, die wir dann runterbrechen. Weil wenn ich in 12 Wochen, sagen wir, ein Buch schreiben will mit 300 Seiten, was muss ich dann in 4 Wochen erreicht haben? Was muss ich in 8 Wochen erreicht haben und in 12 Wochen? Und dann, wenn ich weiß, was mein Ziel ist von den 4 Wochen, weiß ich, was mein Ziel ist der Woche und dann kann ich mein Ziel des Tages runterbrechen. Und das ist dieses Time-Bound,
dass man jetzt wirklich weiß, okay, habe ich mein Ziel des Tages erreicht? Und oft ist es so, wir fangen einfach an und dann haben wir dieses Riesenziel. Ich muss 300 Seiten schreiben. Aber was bedeutet das? Vielleicht bedeutet das, dass du pro Tag 5 Seiten schreiben musst. Und dann sagst du so, okay, 5 Seiten pro Tag zu schreiben, das ist realistisch. Und ich habe mir eine Grenze gesetzt, was ich heute erreichen muss und wie viel Zeit ich mir gebe, heute das zu erreichen. Das ist das Wichtigste. Und dass du dann sagst, okay, ist es realistisch, ist es attainable, ist es erreichbar, jeden Tag 5 Seiten zu schreiben von einem Buch? Ja. Das heißt, dieses erreichbar ist nicht nur für die 12 Wochen, sondern es ist für heute, diese Woche, diesen Monat. Und da müssen wir das uns angucken, denn das ist etwas, was uns dann motivieren wird und was in diesem Journal auch mit drin steht, in Form von Fragen, die wir uns selbst immer Feedback geben. Und dass man nicht das Gefühl hat, so, ja, 5 Seiten schreiben, das ist ja irgendwie ein Quatsch. Das ist das Wichtige, dass wir dieses Ritual, diese Gewohnheit kreieren, jeden Tag einen kleinen Step zu machen. Das ist wichtig. Viele Leute, auch beim Fitness, die sind so enttäuscht manchmal, wenn ich denen sage, wie sie anfangen in der ersten Woche, in der zweiten Woche, weil die sagen, ah, Mann, nein, ich will jetzt hier. Die stellen sich vor, dass sie wie Rocky jetzt erstmal 1,5 Stunden joggen gehen und hier und da und dann direkt schon da sind in der ersten Woche, wo die eigentlich in 12 Wochen sein wollen. Und die merken nicht, dass man erstmal langsam anfangen muss. Und es ist viel wichtiger, dass du jeden Tag einen kleinen Step machst, als dass du auf einmal so 3-4 Tage komplett Gas gibst und dann wieder 3-4 Tage nicht, weil das jetzt so viel deiner Zeit eingenommen hat und von deinem Fokus eingenommen hat, dass du wieder die anderen Sachen und so weiter. Ja, das ist wichtig. Deswegen, dieses spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und zeitgebunden. Okay? So. Und jetzt zeige ich dir mal hier in der Gruppe. Philipp schreibt jetzt mal hier rein. Also, du hast zum Beispiel hier die deutsche Version. Ja, spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch. Das ist smart. Attraktiv, aber da fehlt das T, terminiert. Ja, also, du kannst es machen, wie du willst. Ich mache das so, weil das, guck mal, das ist für mich so attraktiv, könnte man sagen, relevant. Wenn du sagst, okay, ich nehme das attraktiv und dann das R steht dann hier für realistisch, okay, erreichbar, realistisch, könnte man switchen. Also du kannst hier sagen eigentlich attraktiv, wenn du das besser findest. Attraktiv und R, was hast du da geschrieben? Realistisch. Sag mir, was ihr besser findet. Das kann man eigentlich so ersetzen. Und dann terminiert. Ich weiß nicht. Für mich ist so terminiert. Was bedeutet das genau? Weißt du, so ist es terminiert. Hat es bestimmte Termine? Ja, das macht Sinn. Also zeitgebunden, terminiert, kann man dann hier reinschreiben. Ja, dann ist es eigentlich ganz gut. Spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch, terminiert. Ah, okay, warum mache ich das so kompliziert? Sehr gut, vielen Dank, Philipp. Ist eigentlich genau das Gleiche, was ich eben gesagt habe, nur dass die hier verwechselt sind. Aber das sind ja dieselben Punkte. Vielen Dank für diese Korrektur. So. Jetzt gehe ich mal. Ja, es ist eigentlich genau gleich. Also, das ist eigentlich genau das Gleiche, wenn man sich das jetzt so anguckt. Ich habe nämlich noch ein anderes gesehen. Das war ein bisschen anders. Das war, weil attraktiv, das ist das einzige Problem, was ich damit hatte. Attraktiv war so, ist es attraktiv für mich, dieses Ziel. Ja, aber relevant. Ist es wirklich etwas Wichtiges für dich? Attraktiv ist so, ja, ist interessant. So, relevant ist es so, ey, macht es wirklich einen Impact in meinem Leben? Deswegen fand ich dieses attraktiv nicht so stark. Und das Ding ist, es kommt aus dem Englischen. Also der sich das ausgedacht hat, hatte ja diese Sinnbilder im Kopf. Und dann hat man versucht, mit diesem Wort smart auf Deutsch Worte zu finden, die auch dieses smart ergeben, aber nicht vielleicht so stark sind wie das englische ursprüngliche Wort. Deswegen versuche ich nicht so sehr abzuweichen von diesen ursprünglichen, weil also ich kenne die meisten Sachen von Englischen. Was sagt Alexander?
Aha, ich finde relevant auch ein bisschen passender, weil oft etwas attraktiv ist, was nicht wirklich relevant ist. Das ist auch, was ich gedacht habe. So, jetzt gehe ich mal ganz kurz hier, gebe ich euch mal ein kleines Beispiel. Ich werde nämlich, ich werde ein Sample mit euch sharen, wie ich das für mich ausgefüllt habe. Okay? So, aber ich zeige dir einfach mal. Hier, okay? So habe ich jetzt so ein Template jetzt erschaffen.